Hey Freunde, ich bin's, Sterzig. Herzlich willkommen zu einer weiteren entspannten Runde Phasmophobia mit der lieben Gnu und mit dem lieben Simon. Hey ihr beiden. Was ist denn hier los? Ja, danke Gnu. Gleichzeitig Moin. Zu meiner Folge ist auch etwas bei dem lieben Simon live gegangen. Sein Channel Mon Official ist ja jetzt vor kurzem live gegangen, läuft richtig gut und jetzt ballert er auch ein bisschen YouTube-Content, also schaut da gerne vorbei und auch gleichzeitig bei der lieben Gnu. Das bedeutet, bei beiden gibt es noch ein anderes Video, auch in derselben Konstellation wie jetzt gerade, also checkt das gerne aus, beides in der Beschreibung, Ehre, Abfahrt. Und wir zocken heute, letztes Mal haben wir bei Gnu, bei der anderen Folge, das war jetzt die letzte Runde, die wir gespielt haben in der Kombi, haben wir den Albtraum-Modus ausprobiert und es war wirklich ein richtiges Psychomassaker. Und dasselbe werden wir heute auch tun und das Beste ist, dass Simon dabei ist mit Level 2. Zwei. Freust du dich schon? Und 25 Dollar, die ich schon in Kerzen investiert habe. Pass mal auf, heb mal hier so eine Lampe vom Tisch auf. Drück mal Escape. Dann kannst du dich hier rumbewegen. Escape? Ah, ich kann hier raus. Ja, dann heb dir mal so eine Lampe auf. Aktiviere die mit Rechtsklick. Und dann guck mal hier auf den Boden. Ja, hier auf dem Boden und folgen. Dasselbe hat Gnu auch schon mit mir gemacht. Ach so, schade. Ich dachte, du hast es noch nicht gesehen. Ja, ich kenne das alles schon. Naja, ich mach's trotzdem nochmal. Ah! Geil. Oh, ist das gruselig. Okay, Gnu, ich glaube, wir können starten. Wir haben gerade schon ein paar Sachen hinzugefügt. Wir sind vorbereitet. Es ist so unfassbar laut, ey. Ejo, also ich glaube, okay. wenn wir irgendwann mal den Albtraum-Modus schaffen, dann heute. Ich glaube, das ist ein geiles Gefühl, wenn man es schafft. Wir sind noch langsam alle. Wir sind noch langsam alle broke. Also wir haben alle kein Geld mehr. Gibt's da dann auch gut Geld? Ja. Ich hoffe doch. Also wer es nicht weiß, Gnu, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, der Albtraummodus bedeutet im Prinzip, dass wir nur zwei Hinweise offensichtlich finden können. Den dritten Hinweis müssen wir an dem Verhaltensmuster des Geistes festmachen. Und der Geist ist übel aggro, es gibt keine Schonfrist, das bedeutet, instant wird gehuntet, wenn es schlecht läuft. Und es ist einfach der schwierigste Spielmodus, den wir haben können. Und das ist natürlich der Reiz, den Simon vor allem sehr liebt, habe ich recht? Ja. Und er kann uns alle auf einmal während einer Hand töten. Das heißt, wir müssen uns immer woanders verstecken. Genau. Und also, wenn er einen getötet hat, dann verlängert sich die Handzeit. Das war bei du kannst gleich Start drücken. Das war bei Gnu und mir so. Da hat er gehuntet und wir sind in dieselbe Ecke. Und er hat uns einfach beide auf einmal getötet. Eben weil der mit einem Hand alle auf einmal töten kann. Also der hält nicht dann einen fest. Und das war ist blöd gelaufen. Das war richtig blöd. Okay, let's go. Drück Start. Cola. Lecker. Achten Sie darauf, was Sie sagen. Die Geister hören zu. Das ist mir doch real. Mensch, mein Jott. Hattet ihr schon mal solche Masken mit so einem Polster oben? Das sehe ich gerade zum ersten Mal. Also, habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Übel bequem. Feier ich. War jetzt ein kleiner Break vom Thema, ne? Aber das ist mir egal, Freunde. So, da sind wir. Hallo. Hi, Gnu. Du siehst immer noch so schön aus mit deinem kleinen Matschauge. Du auch? Oh, holy shit, das ist laut. Das war übel laut. Oh Gott. Extra spooky, sogar mit Regen jetzt. Aber ich kann es auch nicht mal leiser stellen, leider. Doch geil. Ja, boah, sieht deine Maske schrecklich aus, wirklich. Warte, guck nochmal ein Stück nach oben. Ich kann dein Auge da durchsehen, das ist noch gruseliger. Ich deins auch. Simon ist doch ein Nirvana. Erscheine. Da hat jemand Schnecken-Internet. Ich glaube, hat das was mit Internet zu tun? Ich glaube nicht, oder? Manchmal schon, doch. Manchmal. Aha, da ist er ja. Aber nur manchmal. Hallo, es tut mir leid, irgendwie lädt mein Rechner im Moment sehr langsam. Ist alles gut. Du hast ja auch eine geile Maske. Das sieht richtig dirty aus. Ja, du hast so eine Maske auf. Okay, Leute, der Geist heißt Elisabeth Thompson. Das ist also eine Sie. Und wir müssen... finden Sie Beweise für übernatürliche Ereignisse mit einem EMF-Reader, verjagen Sie während einer Jagd den Geist mit einem Räucherstäbchen und reinigen Sie den Bereich in der Nähe des Geistes mit einem Räucherstäbchen. Das kriegen wir hin. Verdammt, wir haben Räucherstäbchen vergessen. Ja, yep, wir haben Räucherstäbchen vergessen. Aber egal. Ich würde jetzt einfach mal die Taschenlampe mitnehmen. Die UV-Lampe. Oh. Und Gefriertemperatur haben wir vergessen. Oh shit. Das läuft ja gut. Also wir haben es nicht vergessen.
Wir haben es nicht vergessen. Wir haben nicht genug Geld. Wir sind einfach zu arm für das Spiel. Okay, ja, da müssen wir so rein. Bringt ja nichts. Genau, also wir müssen halt jetzt erstmal trotzdem die Heizung anmachen, weil nur dann können wir sehen. Jetzt gut, Simon. Nur dann können wir sehen, ob es irgendwo Gefrieratem gibt. Also genau. Wenn es kalt ist, dann haben wir Gefrieratem. Ja, genau. Und das ist ja schon mal, okay. Das ist ein natürliches Thermometer. Versteht ich habe EMF und Boxy. Was habt ihr? Ich habe UV-Licht und das Buch. Und Simon? Sehr gut. Simon, magst du Dots und Kamera mitnehmen? Hier oben die zwei. Gerne. Super. Eine Kamera und das hier ist Dots? Und Dots. Ja. Ja. Okay. Perfekt. Okay. Super. Ich hoffe, wir schaffen das. Ne? Ich will nicht sterben. Wenn ich sterbe, ja, haben wir keine Taschenlampen mehr. Nur Hauptsache, ich habe Salz gekauft. Actimel. Gut, dann mal los. Simon, bei dir gibt's gruselige Geräusche. Ja. Geht's dir gut? Okay. Simon, sag mal Hallo. Hallo? Okay, jetzt hören wir dich ja. Okay, dann ja, mal rein. Simon hat einfach nur keinen Bock, mit uns zu reden. Oh, die Heizung ist hier. Nein, ich rede die ganze Zeit schon. Ich versuch mal kurz, ich guck kurz, ob die Heizung hier hinten ist. Hä, aber hier ist so ein Ding, was rot leuchtet. Heizung nicht da, Heizung könnte ganz oben sein. Aber hier ist so ein Ding, das leuchtet rot. Was? Ja, da drückst du drauf. Wo war das? Wo? Direkt am Eingang nur. Direkt hier. Oh mein Gott, ich hab... Nein, nicht dein Ernst. Doch. Ja, okay, die Heizung ist an. wollen wir draußen warten, damit das abkühlt? Oder? Guter Punkt. Ja, ansonsten sterben wir nämlich. Ganz im Profi. Pass auf. Also wenn man draußen wartet, dann wird es langsam kalt, oder wie? Nee, ja genau, weil es braucht immer 3 Minuten und wir verlieren dann keine Sanity. Genau, Simon, du erzählst jetzt eine große Geschichte. Oh Gott, nein. Ich hab keine. Ich habe nur irgendwelche gruseligen Finanzgeschichten, die immer damit enden, dass man nichts mehr hat. Ey, gerne, erzähl. Oh Gott, ja. Aber ich kann euch erzählen von 4 Leuten, die einen Traum hatten, reich durch YouTube-Videos zu werden. Doch dann, 6 Jahre später, kam das Finanzamt. Ja, ist ein Open End. Und mehr habe ich noch nicht. Das ist das erste Band. Ja. Ja, genau. Genau. 5 people having a dream. Having a dream. Okay, wollen wir? Genau. Probieren wir. Das waren doch keine 3 Minuten. Ja, egal. Ich habe aber keine Story zum Füllen dieser 3 Minuten. Gnu ist immer vorschnell. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir eine gesucht. Man nennt sie auch die vorschnelle Gnu. Okay, dann, wo die gehen wir hin? Die vorschnelle Gnu. Gib uns ein Zeichen. Problem ist, nicht, durch das Wetter hören wir jetzt auch nicht so gut. Ist das nicht risky, immer nach einem Zeichen zu fragen? Oder bin ich... Nee, weil dadurch schmeißt er was und dann wissen wir, wo wir hin... War das was? Ich weiß nicht. Hast du gerade ein Geräusch gemacht, Simon? Nee. Ja. Okay. Ich bin nur gelaufen. Und wo wir hin Elizabeth müssen. Elizabeth Thompson. Oh, den darfst du auf gar keinen Fall sagen, den Namen. Ach, das darf ich nicht sagen. Nee, ich glaube, dann wird sie böse. Dann gibt es ein Zeichen. Dann wird sie böse. Hier ist die Toilette, hier ist die Toilette, Leute. Gib uns ein Zeichen. Gut zu wissen. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Durch das Scheißwetter hören wir halt auch nicht, wenn die irgendwas umschmeißt. Kuckuck. Gib uns ein Zeichen, bist du hier? Gib uns ein Zeichen! Mensch, wo bist du denn? Jetzt zeig die! Simon! Das Licht flackert! Kennst du das noch von SpongeBob? Mann, ich dachte, das wäre ein Zeichen! Kennst du das noch von SpongeBob? Oh nein! Ja? Die Folge, ja. Wo der mit dem Licht flackert, ja. Na gut. Gnu, wo bist denn du? Roger, Roger, Gnu, where the fuck are you? Ich bin vorne am Eingang, weil die ist hier hinten nicht. Okay, dann komme ich zu dir. Oh, Alter, Scheinwerfer. Gib uns ein Zeichen. Ich glaube, wir müssen hoch. Ja, let's go. Kommt ihr mit hoch? Ja. Simon! Gib uns ein Zeichen, bist du hier? Ja, ein bisschen, ne? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Ich hab Angst, Mann, das ist Albtraum. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Zeichen. Gib.
Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Ist das ein Big Mac? Nee. Jetzt melde dich doch endlich. Ja, ich wollte gerade sagen, ich rufe gleich Julia Leischik. Bitte melde dich. Könnte aber auch ein schüchterner Geist sein, deswegen macht er nichts. Ja, stimmt, es gibt... Oh, hier Leute, die Tür ist die Tür ist nicht komplett, oder? Das sind die leider alle nicht mehr beim Albtraummodus. Ah. Gib uns ein Zeichen. Ah. Weil die Leute haben ja unter Panik Geist. Das Haus verlassen. Ah, ja. Gib uns ein Zeichen. Hallo, Zeichen. Boah, ey, die sieht aus wie Sau. Ja, das wird echt schwierig. Gib uns ein Zeichen. Wir können oben mal gucken. Vielleicht auf dem Dachboden, ja. Gib uns ein Zeichen! Gib uns ein Zeichen, bist du hier? Jetzt gib doch mal ein Zeichen. Wenn ihr Rauchwölkchen pustet, dann... Oh, sie huntet, kommt her. Was, wo? Okay. Psst, leise. Licht aus. Darf man reden? I think it's over, guys. Ich hoffe. Ich glaube, sie kam. Ich glaube, sie war unten, oder? Ja, lass mal kurz raus, weil das Problem ist, es kann auch sein, dass sie jetzt huntet und wir sehen es einfach nicht, ne? Echt? Ja, die war aber unten auf jeden Fall. Ganz unten? Ja, lass mal rausgehen und schnell alle eine Sanity nehmen. Okay. Woran hast du das jetzt gehört, wenn ich fragen darf? Weil die Tür sich unten verschlossen hat. Das hört man? Okay. Hat sie wirklich? Aber ich habe auch so einen Summen gehört. Ich habe einen Summen gehört und die Tür ist zugegangen. Wir lassen immer die Haustür offen. Und dann hören wir nämlich, wenn die zuklatscht und so ein Klack ist, dann huntet sie. Oh, okay. Krass. Jo, dann nehme ich mir mal eine Pille in meinen Mund. Nom. Endlich Pillen. Hat jemand da warte ich doch schon die ganze Zeit drauf. Nimmt jemand den EMF-Reader? Hier musst du noch eine nehmen, Simon. Ja, ich. Okay. Simon, gönn dir. Okay. Yeet. Okay. Dann mach mal rein damit. Yeet. Pass auf, dann okay, ich bin ready. Gucken wir in der ersten Etage, oder? Ich weiß nicht, ob es jetzt im Erdgeschoss war oder direkt unter uns. Passt eigentlich, glaube ich. Ich glaube schon untere Etage. Okay. Das Problem ist, wir haben in der ersten Runde nichts gefunden. Das ist nicht gut. Ja, das ist tatsächlich nicht gut. Aber was soll man machen? Aber kann man dadurch nicht auch was ausschließen? Also, dass es bestimmte Geister nicht sind? Nee, leider nicht. Ja. Nicht wirklich, ne? Also leider nicht. Oh, nee, war doch direkt was, oder? Was? Gib uns ein Zeichen! Ich dachte, das hat Klack-Klack gemacht. Gib uns ein Zeichen, bist du hier? Gib uns ein Zeichen! Lieber Geist! Gib uns ein Zeichen! My little friendly Hallo, ghost Geist? Friend. Auf jeden Fall ist sie schon mal nicht. Entschuldigen Sie, Geist. Ich würde Sie gerne fangen. Gib uns ein Zeichen. Da kommt der bestimmt, Simon. Ja. Aber vielleicht war sie doch eine Etage unter uns. Ich weiß es nicht. Ich bin mir auch nicht sicher. Woher weißt du überhaupt, dass es ein weiblicher Geist ist? Weil die Stimme so aus sich geklungen hat. Gib uns ein Zeichen. Okay. Ja, pass auf. Die ist so. Gib uns ein Zeichen. Oh, ich habe was gehört. Hier irgendwo. Ja, hier, im F5. Echt? Sie ist hier, ja, im F5. Okay, dann haben wir schon einen Hinweis. Bist du hier? Sollen wir gehen? Schreib Bist du böse? Schreib ins Buch. Okay. Sollen wir dich mal alleine lassen? Also hier war es auf jeden Fall. Ja, aber schnell. Okay. Geh mal kurz hier raus, komm mal, ganz komm schnell. Komm mal her, Simon. Wir lassen jetzt Knui drin alleine. Soll ich in den Wagen und gucken mit der Kamera mal? Nee, warte. Okay, warten wir hier. So sehr. Ah! Was ist passiert? Nix. Okay. Also Simon hat die Kamera aufgestellt. Schreib ins Buch. Soll ich die da lassen? Dann, ja, okay. Ich lass die hier. Dann lass uns mal kurz hier nochmal raus in den Van gehen.
Dots auch, ja. Leg die gerne schreib hier in die Ecke, hier hat sie ja was gemacht. Hier vielleicht, weil hier ist sie durchgelaufen. Schreib. Und dann lasst uns alle mal schnell zum Van gehen. Kannst du mir mal sagen, Mann, wie kann ich das Dots nochmal ablegen? Das müsste doch F oder G. Button sein. F oder G? G, okay, G war's. Du musst dich ducken also auf C. Also ist aber weggeworfen, nee. Mach lieber mitten im Raum. Du musst dich ducken auf C. Ah, jetzt und dann, ja. Mit Rechtsklick musst du euch anmachen noch, oder? Nee, mach mal hier mitten im Raum. Oder F. Oh. Ja. Psst. Okay, das sieht doch gut aus. Sie hat Licht aus. Simon, komm raus! Raus! Handelt. Raus, Simon! Oh mein Sie Gott! Ich hab gar nicht gehandelt! Ihr standet da drin wie so Pferde! Hä, die hat gehandelt! Ja, nein, oder? Die hat gesummt und das nein. Licht hat geflackert. Safe! Die war direkt neben uns, ich hab's gehört! Aber die. Alter! Wie ihr da einfach drin seid, ja, ja, und mich komm. Einfach nur angeschaut habt. Oh, ich glaube, sind da die Ding an? Oh, ja. Oh ja, Dots, die ist gerade durchgelaufen. Dots, da war was, ne? Ja, Dots, geil. Dots. Okay, ja. Pass auf. Journal. Sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt Dots Projektor und EMF-Ebene 5, aber richtig? Lass erst mal gucken. Ich guck erst mal, ob sie nicht huntet. Warte. Ne, wir haben EMF-Ebene 5 und Dots, richtig? Weil wenn sie huntet, dann ist sie normal durchgelaufen. Okay, sie huntet nicht. Okay. Okay, das heißt, wir haben Dots und EMF Ebene 5. Das bedeutet, es kann nur noch sein Gespenst, Oni, Gyros oder Ryu. Ja, deswegen müssen wir jetzt anhand. bei Gyros läuft auf jeden Fall immer griechische Musik, Ejo. Wenn der huntet. Ach so, nee, dann kann es das nicht sein. Ja, da müssen wir tatsächlich gucken, wie er sich verhält. Also ein Gyros zeigt sich in der Regel nur vor der Kamera, wenn keine Menschen in der Nähe sind. Hat er gerade gemacht. Schwäche, sie werden selten weit entfernt von ihrem Todesort gesehen. Okay. Die Verwendung einer Videokamera ist die einzige Möglichkeit, einen Gyros zu betrachten, wenn er durch den Dots-Projektor läuft. Ist halt die Frage, wenn wir jetzt gucken würden, ob er huntet und wir würden ihn nicht sehen. Dann wüssten wir, dass es ein Gyros wäre, aber dann müsste einer von uns sterben. Deswegen lassen wir das mal weg. Ja. So, dann lies gerne mal vor, was ein Ryu macht. Okay, ein Ryu ist ein Dämon, der sich von elektrischem Strom ernährt. Obwohl sie im Allgemeinen ruhig sind, können sie aggressiv werden, wenn die Elektrizität sie überlädt. Stärken, ein Ryu kann elektrischen Geräten in der Nähe Strom entziehen, wodurch er schneller sich bewegen kann. Schwächen. Ryu stören ständig elektronische Geräte, sodass bei Angriffen leichter aufzuspüren sind. Das haben wir jetzt nicht mitbekommen, oder? Nee. Nee. Oni? Warte, lese ich vor. Sekunde. Oni. Onis sind Verwandte des Dämons und besitzen unglaubliche Stärke. Gerüchten zufolge sind sie aktiver in der Nähe ihres Opfers. Ja. Stärken, Onis bewegen Objekte mit großer Geschwindigkeit und sind aktiver, wenn Leute in der Nähe sind. Der hat jetzt keine Objekte bewegt, oder? Das habe ich nicht gemerkt. Durch ihre hohe Aktivitätsrate sind Onis leichter zu erkennen. Nee. Dann haben wir noch Gespenst. Oder? Ja. Gespenst. Ein Gespenst ist einer der gefährlichsten Geister, die sie finden werden. Er ist auch bekannt dafür, fliegen und durch Wände gehen zu können. Kann sein. Stärken. Ein Gespenst berührt fast nie den Boden, wodurch er dann nicht durch Fußabdrücke gefunden werden kann. Keine Ahnung. Schwächen, Giftreaktion auf Salz. Wir haben Salz. Dann lass uns jetzt mal, deswegen lass uns das mal benutzen. Und dann gucken wir mal, wie es sich verhält. Cool. Wir müssen aber echt aufpassen, weil der wird jetzt jede Sekunde handeln und dann wird einer von uns sterben. Okay. Oder alle. Also okay. Probieren wir es mit dem Salz. Ja. Genau, weil dann können wir da schon mal gucken, wenn es Fußabdrücke gibt. Dann müsste einer von euch. Hat einer von euch die Taschenlampe dabei, die lila, ne? Ja. Fingerabdrücke, ja, die brauchen wir. Perfekt. Ich hätte sie, aber. Let's go. Okay. Okay, wie lege ich. Ja. Wie lege ich das Salz? Auch auf F oder G gleich, ganz schnell. Wenn nämlich keine Fußabdrücke zu sehen sind und er nicht durchläuft, dann ist ein Geist. Ein Gespenst meinst du? Ja. Okay.
I am gespannt. Aber Licht ist an, wart ihr das? War das nicht schon an? Nee. Ich glaube, das war schon genau so. Nee? Oh, technische Geräte, die werden nicht. Von hinten angegriffen! Nein! Simon! Oh mein Gott, wie ich mich weggehauen habe! Das ist fertig! Die hat mich ja richtig vergewaltigt. Oh, Fußabdrücke! Fußabdrücke, warte! Wir haben Fußabdrücke! Holy shit! Oh mein Gott, die Hand ist deutsch. Okay, ja, Gnu muss jetzt raus. Haben wir jetzt ein Gespenst? Haben wir jetzt ein Gespenst? Ich glaube schon, oder? Ja. Ach, du hörst mich, ne? Könnt ihr mich hören? Ja, ich höre dich. Aber Gnu lebt ja, noch. Aber wir beide sind tot. Ich laufe mit euch. Ja, ich glaub, ach, du bist auch tot? Ja, ich bin auch tot. Oh, okay. Soundbug, jetzt höre ich die ganze Zeit Kack-Herzschlag. Okay. Wie hat der uns denn gleichzeitig gekillt? Ja, das ist da die Schwierigkeit an dem neuen Albtraummodus. Wo ist denn Gnu jetzt hin? Krass. Ja. Also rein, Leute, wir hatten Fußabdrücke, das heißt, es ist schon mal kein Gespenst. Sie hat aber Licht angemacht. Sie hat Licht. Und ich hatte diese elektrische Störung. Sie hört dich nicht. Holy shit, einfach nur. Moment. Du hattest eine Aber für dich stört sich. Meine Kamera hat. Fußabdrücke und sie ist durch Salz gelaufen. Oni, was war nochmal Oni? Oni war doch. Was wolltest du sagen, Simon? Onis bewegen Gegenstände mit großer Geschwindigkeit. Und was war es noch? Gyro oder Raiju? Gyro. Gyros stärken. Ein Gyros zeigt sich in der Regel nur vor der Kamera. Videokameras Simon? Sind durch Dots sichtbar. Ich habe jetzt keinen gesehen. Ja, ich höre dich. Ich, und das andere war Raiju. Dämon, der sich von elektrischem Strom ernährt. Obwohl sie im Allgemeinen ruhig sind, können sie aggressiv werden, wenn Elektrizität sie überlädt. Also ein Raiju kann elektrischen Geräten in der Nähe Strom entziehen, wodurch er sich das schneller bewegen kann. Also es, ich sag, es das kann, ist er. Es ist jetzt nur noch, glaube ich, Raiju oder Gyrio. Okay. Weil es war Licht an und kurz danach hat er gehuntet. Das war Raiju. Und du hattest eine Störung in deiner Kamera? Gyrio, ich habe ihn halt nicht gesehen. Und Gyrio ist nur durch Dots zu sehen. Es wäre halt die Frage, ob ihr ihn gesehen habt, als er euch gehuntet hat. Wenn ihr mir diesen Hinweis geben könnt, liebe Geister, Simon und Störsen, dann wäre es wahrscheinlich ein Raiju. Habt ihr den Geist gesehen, als er euch gekillt hat? Ich habe die Hände gesehen. Ey, sie hört uns nicht. Scheiße. Hallo. Kannst du ihr... Ja, ich weiß nicht, wie wir das sagen wollen. Habt ihr den Geist gesehen, als er euch getötet hat? Ich gehe auch mal auf Discord. Meine Kamera hat so Störungen gehabt und dann kamen Hände von hinten. Okay, und der Störsen? Sterzi? Ich hab ihn gesehen. Okay. Also er hatte so einen Umriss. Okay. Das ist halt die Frage, ne? Ob Gyrio oder Raiju. Einer von beiden. Weil ich hab Fußabdrücke gesehen. Es war halt Licht an, weswegen es sein könnte, dass er halt sich von Strom ernährt. Ich weiß es nicht. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, dass es ein Raiju war. Ja. Raiju it is. Okay, ich bin bei dir. Wir treffen gemeinsam Raiju die falsche Diagnose. Ja, ich glaube, Raiju ist es wirklich. Sie werden selten weit entfernt vor ihrem Tatort gesehen. Ein Gyro zeigt in der Regel nur vor der Kamera. Wir probieren es mit Raiju. Okay, let's go. Wir tragen Raiju ein, okay? Ja. Let's go. Okay. Komm. Dann fahren wir jetzt. Weg, hey! Also wenn das jetzt ein Raiju ist... Scared! Oh Gott, bitte lass es ein Raiju sein. Hey. Oh mein Gott! Das erste Mal Albtraum, wo ich das geschafft habe. Doch, es war ein Raiju. Oh, geil. Aber warum so wenig Geld? Weil wir die ganzen Extraaufgaben nicht gemacht haben. Mit denen macht man am meisten Geld, aber wir haben kein Geld. Ich habe $10 bekommen.
Hey, der war ja richtig brutal. Boah, Junge, wie wir weggemacht wurden von ihm. Ja, gleichzeitig, wir kommen rein, ich leg das Salz auf den Boden direkt so, ihr bleibt drin, Jungs. Und ihr seid, und ich hab die Tür aufgemacht und eure Leichen fliegen durch den Raum. Und 2 Sekunden später hat die wieder gehuntet. Ja, die hat uns sofort gekillt, beide. Alter, ey, voll brutal. Wir haben es hinbekommen. Ey, gut, dass ich das Salz gekauft habe. Voll gut, voll gut. Scheiße. Ey. So, ich nehme mal Räucherstäbchen mit und gut. Aber das sehen wir in deiner Folge, Gnu. Denn diese Folge ist vorbei. Albtraum, check. Und ich denke, wir werden jetzt, wenn nur noch, steiler nach oben gehen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Leute. Schaut bei den anderen beiden vorbei. Da haben wir jetzt noch mal ein paar Videos aufgenommen. Ich glaube, bei dem Simon sogar VR, wenn es gut läuft. Aber das werden wir sehen. Wenn es läuft. Ja, wenn es läuft. Das wird witzig. Haut rein. Tschüss. 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 Ja, danke.